Guten Tag, herzlich willkommen zum 6:15. Heute wieder zu Mario Party Superstars. Heute wieder mal das, was wir letztes Mal gemacht haben in der letzten Folge. Denn ehrlich gesagt, mich hat das irgendwie gewurmt. Also, es ist bereits ein Tag rum. Ich habe nicht trainiert oder sonst was. Aber mich wurmt das. Ihr kennt das selber. Ihr seid kurz davor, irgendwas zu erreichen. Ne? Kurz davor und kriegt es dann doch nicht. Letztes Mal, für diejenigen, die jetzt letztes Mal nicht eingeschaltet haben sollten, wir haben letztes Mal ein Minispiel gespielt, nämlich den Sternekoller war das. Und bei diesem Minispiel war das tatsächlich so, dass wir es fast geschafft hätten, die volle erwartete Levelzahl mit Level 50 zu erreichen. Natürlich kann man immer noch weiterspielen und alles drum und dran. Die Aufgabe bei den Sterni-Aufgaben ist tatsächlich die erreiche Level 50 und wir haben Level 49 erreicht und ich wusste das ja nicht. Da unten haben wir die auch schon, die Aufgabe. Wir haben 11.550 Punkte. Ich bin davon ausgegangen, damals, nämlich gestern, wahrscheinlich für euch war es gestern, für mich ist auch gestern, also für euch ist gestern, für mich ist gestern, sind wir alle davon ausgegangen, hier, Cola-Roller, das ist es, Cola-Roller, da müssen wir tatsächlich, regeln können, aus, tatsächlich Level 30, Level 50 erreichen. Und wir haben das letztes Mal schon angeguckt, die Aufgabe, das Spiel ist eigentlich relativ einfach. Von daher, es ist bloß halt sehr zeitaufwendig und das würde ich halt gerne mit euch heute machen wollen. Und ja, Level 50 ist die Sache, die benötigt wird. Ich hatte da schon, hatte ja schon gestern gesagt, so, eigentlich nicht so ultra schwierig ist dieses Spiel, wenn man weiß ungefähr, was man machen muss. Und deswegen, wir werden das hier jetzt nicht speedrunnen. Also wenn ihr jetzt denkt so von wegen, immer, du bist ja aber hier jetzt ganz schön fix unterwegs. Ja, das ist aber kein Speedrun. Glaub mir mal. Wir werden das auch heute in diesem Teil hoffentlich schaffen. Ich werde das dementsprechend einige Male versuchen. Wenn es natürlich sofort funktioniert, dann bin ich natürlich mehr als begeistert. Falls das nicht klappen sollte, dann versuchen wir es einfach nochmal. Das heißt also tatsächlich für diejenigen, die jetzt erwartet hatten, irgendwas Großes heute, das ist es. Mehr spielen wir tatsächlich heute nicht. Wann kommt das nächste Brett? Wirkt der ein oder andere Fragen so von wegen, ja, da bin ich ja tatsächlich auch am überlegen, wann wir das denn machen. Weil ich, wie gesagt, ja eigentlich gerne mit meiner Community spielen wollen würde. Aber ich denke mal, dass wir wirklich das tatsächlich dann gegen die CPUs mal machen müssen. Wir werden die dann wahrscheinlich auch schwer stellen. Können wir ein bisschen quatschen über dies, das, Ananas, also was eigentlich im Endeffekt bei anderen, anderen Spielen normalerweise Standard ist bei mir. Oh, yeah.
So. Ja, auf welches Brett freut ihr euch denn am meisten, was hier kommt könnte? Auf welches Brett ich mich am meisten freue, ist tatsächlich Horrorland. Das ist tatsächlich, hab ich ja sogar hier in meiner kleinen Mappe drinne, also ne, der Spielerkarte. Und das ist mein Lieblingslevel. Darauf freue ich mich am meisten. Wurde tatsächlich nicht unserem Community-Abend sagen, dass das mein Lieblingsbrett ist. Das liegt daran, dass der Rufus ja schon gesagt hat, dass die da vorher trainiert haben auf besagten Horrorland, was ich gedacht habe, so, ach, verdammt, gerne gespielt, aber naja. Oh, der, ja, das ist natürlich bösartig. Sehr schön. Der ist nicht verbunden. Der aber. Der. Der nicht. Platz machen. Naja, Horrorland war früher bei Mario Party 2 schon meine Lieblingsstrecke. Also grundsätzlich die Idee der Kostüme damals war nicht wahnsinnig genial. Aber ich hoffe ganz ehrlich, ich hoffe ganz ehrlich, dass darauf irgendwie in diesem Spiel mindestens ein DLC rauskommt. Mindestens eins. Oder einfach, weiß ich nicht, so, selbst Nintendo selbst könnte ja eine Umfrage machen, so von wegen, welches Brett fehlt euch, Leute? Und dass ihr dann nochmal sagen könnt, so von wegen, ja, das und das Brett fehlt mir, also das weiß ich nicht. Wir haben hier eigentlich alle Bretter gespielt, jetzt bis auf das 10, die haben wir ja nicht gespielt. Welches Brett würde mir denn tatsächlich fehlen? Das ist echt schwierig. Welches Brett würde mir fehlen? Das ist eine sehr interessante Frage. Momentan, wie gesagt, keins. Also, mir würde jetzt keins spontan einfallen. So, Level 15. Fällt euch eins ein? Auch das gerne in die Kommentare. Welches Brett, sagt ihr, hätte eigentlich noch hier in dieses Spiel rein müssen? Man darf ja auch nicht vergessen, dass einige Mario Partys ja auch ein bisschen mit anderen Regeln als die Standardregeln waren. Beispielsweise bei Mario Party. Welches Mario Party war das? War das 8 oder war das. Nee, es müsste 9 gewesen sein. Wo du ja mit dem Auto rumfährst. Das ist ja dann schwierig auch umzusetzen. Okay, das geht auch. Ja, das geht auch so. Und dann macht er immer direkt dahinter einen direkten Fehler. Obwohl, naja, schon. Eine fände ich auch noch gut. Zum Beispiel die Westernwelt. Mario Party 2, die war auch gut. Ich glaube, dafür würde ich, glaube ich, abstimmen. Ich muss mir andersrum müsste ich mir auch nochmal alle Dinge angucken. Weil, was auch eine sehr gute Option wäre, vielleicht auch als DLC tatsächlich, einfach
Fans abstimmen zu lassen, dass für das DLC wirklich tatsächlich 10 neue Bretter rauskommen. 10 neue Bretter. Und zwar eben eins von Mario Party 1, eins von Mario Party 2, eins von Mario Party 3, eins von Mario Party 4, eins von Mario Party 5, eins von Mario Party 6, eins von Mario Party 7, eins von Mario Party 8, eins von Mario Party 9, eins von Mario Party 10. Boah, wäre eine schicke Idee. Was mir jetzt gerade einfällt, doch, mir fehlt eins. Nämlich das von Mario Party 4. Das, mit dem Hotels. Mit Koopas Hotel, wo man ein Hotel bauen kann und irgendwann die Flut kommt. Wenn dann die ganzen Hotels wieder weg sind. Ja, ich glaube, dafür würde ich abstimmen. Wie gesagt, also mich interessiert schon eure Meinung, welches Brett euch fehlt. Man kann, also auch diejenigen, die jetzt das auch noch nicht so lange spielen, also beispielsweise auch erst bei Mario Party 7 eingestiegen sind oder 8 erst eingestiegen sind. Welche sind eure Lieblingsbretter von diesen Spielen? Also... Man darf nie vergessen, das ist klar, ich hatte eben gesagt auch, dass er das eventuell durch die... Oh, das war natürlich nicht so gut. Durch die Regeländerungen bei Mario Party 10... bei Mario Party 10... Was Mario Party 10? Ich weiß auf jeden Fall, wo... Ich bin mir gerade nicht sicher, welches Mario Party das ist. Wo sie dann einfach sich gedacht haben, hey Mensch, die tun mal alle in einen Wagen. Nee, das war Mario Party 10 nicht. Müsste dann... die anderen alten sein, 8 oder 9 oder so. So. Oh, yeah. Auf jeden Fall. Das wäre ne, einfach das DLC. Lass auch gerne die Community abstimmen. Ne? Also es gibt ja, es früher zumindest, gab es eine offizielle Mario Party Seite. Da konntest du dann auch zum Beispiel Puzzle spielen, also so ein Browser-Puzzle oder was gab es noch? Da gab es dann Infos über die Spiele, über die Charaktere, Hintergrundwissen, Tipps und Tricks, wie man Minispiele gewinnt. Ja. Einer oder andere mag sich jetzt vielleicht beschweren, dass auch vielleicht zu wenig Minispiele da sind, was ich ja jetzt nicht so sehen würde, aber natürlich, wenn man einen Streckenwunsch-Editor-Dings hat, also jetzt nicht den Editor, sondern tatsächlich sagen sollte, so von wegen, wir machen ab sofort auch folgende Strecke mit ins Spiel rein. Oh Gott, das war nicht gut. Dass man vielleicht auch für Minispiele das macht. Welches Minispiel hat euch gefehlt in diesem Spiel? Doch, das kann man auch machen. Auch das ins DLC reinhauen. Und eine Abstimmung darüber machen, welcher Charakter fehlt.
Na, es gibt ja auch einige Charaktere, die nicht dabei sind. Klar, jetzt mag man sagen, so von wegen, naja, eigentlich sind sie schon dabei. Zum Beispiel Toadette oder Toad. Aber sie sind nicht spielbar. Oder Koopa. Ja, Goomba zum Beispiel auch. Koopa hatten wir auch mal in einem Spiel dabei. So gut, das sollte nämlich eigentlich nicht da sein. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Die Hälfte ist bereits geschafft, also mehr als die Hälfte. Na, also wirklich so abstimmungsmäßig, welches Minispiel euch gefehlt hat. Man kann das auch so genauso machen wie, obwohl, das ist vielleicht auch noch schon ein bisschen zu heftig. Denn auch genauso wie bei den Strecken, dass man sagt so von wegen, okay, ein Minispiel aus Mario Party 1, 1 aus 2, aus 1 aus 3 und so weiter. Weil dann ist natürlich die Frage, wie möchte man das dann später sagen? Ob jetzt vielleicht, es sind ja so viele 1 gegen 3 Minispiele beliebt, dass man später dann das große Problem hat, dass man zu viele 1 gegen 3 Minispiele hat. Zur Auswahl. Sehr schön. Und jetzt haben wir auch wieder Platz. Können wir wieder hier ganz smoothy hin und her drehen. Vielleicht könnte das problematisch werden mit diesen 1 gegen 3 Minispielen. Oder eben dann mit den 2 gegen 2 Minispielen. Oder, obwohl die 4er Minispiele finde ich eigentlich immer zu wenig. Es ist irgendwie. Weil es ja sehr oft passiert, dass du eben ein 4er-Minispiel hast. Großen Stein haben und zu wenig von den kleinen. Ja. Sehr schön, der wollte perfekt rüber. Okay, das war knapp.
Ah, jetzt kommt das Gegenlenken. Okay. Level 36 ist Gegenlenken gewesen. Da müssen, das dreht sich jetzt automatisch. Wir können es selber ein bisschen schneller drehen lassen, aber auch ein bisschen langsamer. Und halt gegenlenken. Komm, 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 komm. Schade. Okay, der zählt tatsächlich doch noch. Ja, zähl nicht, sauber. Dein 10er-Kombo! Das ist doch fantastisch! Warum ich sage jetzt gerade die ganze Zeit zähl nicht? Weil ich darauf, oh Gott, weil ich darauf hoffe, dass wenn er ihn ja nicht zählt, dass ich ja dann direkt mit der nächsten Combo dann alles Mögliche ändern kann. Okay, das war nicht gut. Natürlich, wenn ihr, wenn euch der Content, der hier drauf ist, gefallen sollte, gerne abonnieren. Wollte ich einfach nur mal nebenbei sagen. Ich sag das ja grundsätzlich relativ selten, weil ich weiß ja, gibt ja einige, die halt einmal ein Video vorbeischauen und sagen so von wegen, oh, neuer YouTuber, ich mach vorbeischauen, macht der für Content? Oh nee, der macht Videospiele und Bundesliga-Tipps. Das ist nicht meins. Dann ist er völlig in Ordnung. Wenn ihr sagt so vorwiegend, oh, der ist ein cooler Dude. Den möchte ich am liebsten unterstützen. Unterstützen könnt ihr immer am besten, indem ihr die Videos liked und natürlich diesen Kanal abonniert. Wenn ihr auf YouTube bist, abonniert noch umsonst. Gott sei Dank. Noch. Mal gucken, lange. Noch. Ich sehe auf einigen anderen Portalen, dass der mittlerweile kostenpflichtig ist. So. Ah, jetzt kommen wir mit dem Blubberbläschen. Level 41. Wir sind kurz davor, das zu erreichen, was wir wollten. Ja, die Blubberbläschen. Was bewirken die? Wir müssen sie im Endeffekt berühren. Damit wir sie berühren. Wir gehen den Counter runter. Zack. Das war jetzt nicht sehr schlau. Lass dich nicht bös recht gleich. Sich jetzt böse rechnen gleich. Okay, das zählt nicht. Okay. Weiß ich Bescheid. Gerade ein bisschen langsamer zu bauen, weil
Ich sehe, dass wir momentan nicht dabei sind. Ja. Dass das mit dem zu schnell manchmal auch hinderlich sein könnte. Ja, hinderlich. Du. Gut. Das ist nicht gut. Das dagegen gut. Jetzt auch noch drei, ja, ey. Ich werde nicht mehr. Shit. Wir haben gar kein einziges Blau hier, ne? Wir haben keinen einzigen Blauen hier. Dann den irgendwo noch runterbringen. Oh, Level 44 geschafft. 25 müssen wir bringen. Das wird schwierig. Aber wir kriegen das definitiv hin. Aber wir müssen das halt, ja, ich muss das jetzt halt ein bisschen ruhiger machen. Letztes Mal nämlich war es vielleicht ein bisschen zu hektisch. Deswegen haben wir das nicht geschafft. Aber jetzt ist eben der wichtige Punkt, dass wir jetzt... mit einer ruhigen Kugel... das schaffen können. Wenn jetzt die Kugeln gerade die falschen sind, die hier kommen. Alles samt. Hier ruhige Kugelschienen. Da haben wir Level. Jetzt kommt schwierig. Jetzt, da waren wir letztes Mal gescheitert. Daumen drücken, dass das funktioniert, Leute. Das war das, wo wir gescheitert sind. Da habe ich noch am Anfang gesagt, so von wegen, ja, das ist doch eigentlich gar nicht mal so blöd, wenn hier jetzt wieder so zum Beispiel gelb 2 haben. Weil wir können dann hier geile Kombos bauen im Endeffekt. Die richtig vorteilhaft sind. Problem ist bloß das, dass das Ding halt irre klein ist schon. Ja. Deswegen vielleicht hier auch ein bisschen taktieren müssen. Ja. Ich weiß, ich habe das gesehen, dass wir hier jetzt ein Problem haben. Level 48. Ja.
Ganz rum. Sauber. So, wir sind im Level 49 angekommen, meine lieben Freunde. Letztes Mal der Knockout. Weil zu hektisch angegangen. Passt das? Nein, zwei noch. Och, Jungs. Jungs und Mädels. Offen beten. Langsam. So, warum lösen die sich jetzt nicht auf, mögt ihr jetzt fragen? Natürlich, die müssen doch erstmal komplett klein werden. Und wir haben Level 50 erreicht. Level 50 erreicht. Neuer Rekord. Das ist natürlich die nächste Frage. Erreiche Level 50? Oder was war die Aufgabe? Ich möchte sie jetzt mir nochmal in Ruhe angucken. Nee, wie jetzt sagen so von wegen immer und wirklich ernsthaft jetzt. Ja. Sorry. Nee, ob es jetzt erreiche Level 50 ist oder schaffe Level 50. Wir haben jetzt eine halbe Stunde hier gerade dran gesessen. Und das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn wir das wirklich jetzt nochmal komplett machen müssen. Ob er jetzt wirklich hier nur erreiche ist oder wirklich das auch schaffen. Level 50 bei erreichen. Wir haben Level 50 erreicht, oder? Das steht Level 50. Wir haben Level 50 erreicht. Ich würde kein Risiko eingehen. Wir haben Level 50 erreicht. Es steht auch da, nur erreiche Level 50. Risiko gerade zu hoch. Das nicht nur erreiche, sondern schaffe auch bitte. Weißt du? Dann wäre das Vollgeweine gleich groß, wenn ich dann gleich merke, so von wegen, ja, nie. Sorry, Mann. Du musst es auch schon schaffen, das Level. Das wäre echt nicht schön. Ihr kennt das ja selber. Ihr habt ein Ziel erreicht, wo ihr denkt so von wegen, yeah. Und dann, urplötzlich, sagt er, nö. Du hast nicht richtig gelesen, mein Freund. Oh je, das fand ich gut. Deswegen
lieber einmal zu viel jetzt gespielt, als dass es später heißt, mein Freund, du hättest ja doch ein bisschen noch spielen müssen. Nämlich wieder 49. Und jetzt sagst du von wegen immer, und wie hast du das denn jetzt so schnell geschafft? Stand am Anfang zur Option. Du kannst ja, wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, in diesem, also bevor du, bevor du das Spiel rausgehst, dann kannst du ja nochmal versuchen. Boah, jetzt kommen hier Vierer. Das ist hammerhart. Lila ist nicht schön. Obwohl eigentlich Lila eine schöne Farbe ist. Aber jetzt hier in unserem Falle ist Lila gerade keine schöne Farbe. Das wird wieder nichts. Ende! Das ist nicht gerade einfach! Oh, no. Ja. Ich hab so ein bisschen die Angst, dass das nicht zählt. Start! Deswegen, nochmal, komm. Sagen wir mal so, mit drei Farben ist das eigentlich relativ einfach. Oh shit. Oh shit. Man hat Gott sei Dank noch zum richtigen Ort gefunden. Ja, schade. Das sind die schwierigen. So, und da ist der Trick, den ich ja eben gesagt habe, dass du dann einfach ein bisschen viel hintereinander spammen musst, wie man es so gerne sagt. Oh nee, das war nicht gut. Weil dadurch gehen die auch sofort schnell runter. Und jetzt kommen die Grünen. Oh Gott, jetzt kommen die Grünen. Wir sind aktuell wieder im ruhigen Gewässer. Ruhige Gewässer heißt aber noch lange nicht, dass die Flut noch nicht kommt. Denn die Flut, sie kann ganz schnell kommen. Deswegen immer schön besonnen bleiben. Oh, seht ihr das da oben? Das sind Sechser. Also ich würde ja gerne Sechser im Lotto haben, aber sicherlich kein Sechser in diesem Minispiel hier. Wir haben Level 50 geschafft.
Wir haben Level 50 geschafft. Yeah. Okay, das ist interessant. Berührst du sie, werden sie weiß zu schwarz und andersrum? Aber Level 50 geschafft, das heißt, die Herausforderung ist bestanden. Das heißt, wir haben ein neues Abzeichen bekommen. Das heißt, dieser Part hat einen Erfolg gehabt. Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe für euch auch. Auch wenn das jetzt gerade echt... Entweder ich stehe jetzt komplett auf dem Schlauch oder ich verstehe die... Klar, wenn er sich berührt, dann... Weiß zu schwarz und andersrum. Ist wie gesagt nicht, das ist aber auch völlig in Ordnung. Das war ja auch nicht die Absicht. Die Absicht war, dass wir das Level schaffen. Was wir ja getan haben. Wir sind also meisterlich in dem Spiel. Ob wir es nicht auf einen Anhieb geschafft haben. Ja, gut. Ist es auch nicht so. Ah, das war nicht gut. Das ging schon. Okay, nur noch vier. Oh Gott, jetzt also auch noch damit. Geht, Alter, geht. Ja, wie gesagt, jetzt ist ein bisschen Nervosität, klar, andersrum, es geht jetzt um nichts mehr, aber... Ist man trotzdem schon noch nervös.
schön. Weil ich will euch ja möglichst viel zeigen. Jetzt sogar Zweier. Aber das ist natürlich mit den jetzt unterschiedlichen Dingern, das sieht das natürlich extrem interessant aus. Aber auch wenn man das nicht mal anschaut, wir haben nur noch ein Rädchen, ne? Das war jetzt höllisch knapp! Krass! Level 61! Schwarz. Schwarz, da war schwarz, da war schwarz. Schwarz kann ich ihn darauf bringen. So. Ah, sehr schön. Auch schwarz. Ja, also im nächsten Teil werden wir wieder die Tagesaufgaben wahrscheinlich machen. Ich nehme wieder neue Tagesaufgaben, weil es ist ja wieder so, dass ein neuer Tag angefangen ist. Und dementsprechend nächste Woche, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Sind wir vielleicht nicht mehr. Aber egal. Ist egal. Level 62. Das haben wir definitiv geschafft. Ja, auch wenn Luigi sich etwas ein wenig nicht freut. Aber das macht nichts. Zurück zum Dorfplatz. Und da haben wir ihn. Kulla Roller Profi. Der Kulla Roller Profi bin ich. Yo. Sauber. Also, gut, dann. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann. Ciao.